Ja, wir hatten ja auch Freund. etliche Namensvorschläge für diese neue Institution und haben uns dann eigentlich sehr spät für den Zweier entschieden, nachdem wir viele, viele Vorschläge geprüft haben. Ah ja. Bisschen grob. Ja. Eleganter. Ja, das ist er. Das ist er. Wirklich ein schönes Symbol geworden. Weißt du, wie lange es her ist? 5 Jahre. Wow. Die zweite ist in der ersten dann teilweise, oder wie nein, ist nein, nein, die zweite ist eine völlig eigenständige Bank. Das ging ja damals auch schnell alles, oder? Also das ging von dieser Recherche über die Geschichte der ersten Bank bis zur Idee von der zweiten, das Aufsperren der Filiale, das machen das Logo. Also es war ja alles irgendwie so in ganz kurzer Zeit. Richtig. Und das hat aber, glaube ich, schon auch damit zu tun, dass die Konzeption dieser Bank, also die Idee, die dahinter steht, sehr signifikant ist. Ich glaube, es war ein Priester, der das ursprünglich gegründet hat, oder? Und eben die soziale Komponente, die absolut im Vordergrund gestanden hat. Also eigentlich war das sowas wie eine Sozialversicherung eher. Das ist ja irgendwas, was im Moment überhaupt nicht existiert. Und das ist ja auch der Grund, warum es überall im Gebälk knackst. Also weil der Blick aufs Soziale absolut verloren gegangen ist. Dieser Zweier hat für mehr als 8000 Menschen das Leben wieder verändert, weil wir jetzt nach den ersten 5 Jahren die Erfahrung machen, wie viele der Kunden wieder zurück den Weg zurückfinden in eine soziale Stabilität, es ist so. Zwei, wenn man es jetzt auf so eine soziologische Geschichte überträgt, zwei ist die kleinste Einheit von einem sozialen Gefüge. Ein wesentlicher Grund, warum ich die Dinge, die ich mache, ist, weil ich sie selber sehen will. Also wenn ich weiß, wie irgendwas aussieht, dann gibt es keinen Grund, Energie zu investieren, um irgendwas, was ich weiß, nochmal zu wiederholen. So ein Logo ist was sehr Weiches hat, von der Form her. Also normalerweise haben wir diese Institutionen immer klar definierte Konturen. Im Nachhinein ist mir das eigentlich sehr sympathisch, dass es diese merkwürdige Haptik, diese merkwürdige visuelle Präsenz hat. Und es ist interessant, dass das auch Auswirkungen auf die Mentalität, auf die Philosophie, auf die Art und Weise hat, wie wir uns dieses Unternehmen wünschen. In jeder Filiale hängt dieses Ding. Der Zweier ist zu einem Begriff geworden, auch durch dieses Kunstwerk.